Was den assistierten Suizid angeht, also die Beihilfe zur Selbsttötung, ist unsere Position die, dass wir die organisierte, also regelmäßige und absichtsvolle Beihilfe zur Selbsttötung unterbunden wissen wollen, und zwar aus folgendem Grund. Wir sind der Meinung, dass wenn Menschen regelmäßig die Möglichkeit gegeben wird, oder wenn Organisationen oder auch Einzelpersonen regelmäßig diese Möglichkeit anbieten, sich das Leben zu nehmen, dabei zu helfen, dass das in unserer Gesellschaft etwas verändern wird, dass zum Beispiel der Druck auf Menschen sich erhöhen wird, die in einer ausweglosen Situation sind und dann sagen, komm, dann gehe ich lieber aus dem Leben. Wir halten das für sehr gefährlich und sind deswegen der Meinung, das solle unterbunden werden. Es kann die Situation eintreten, dass um der Schmerzlinderung willen und der Linderung von Atemnot willen starke Medikamente gegeben werden müssen und dass diese Medikamente den Sterbeprozess beschleunigen. Aber dann ist klar, die Zielsetzung ist die Schmerzlinderung und nicht die Lebensverkürzung, sondern die Lebensverkürzung wird in Kauf genommen. Das ist absolut legitim, das hält die evangelische Kirche auch für vertretbar. Thank you.